Hat das Schwert noch Boni eigentlich? Nee. Also ja, wir haben zwar einen Punkt auf Attacke weniger. Ist dies unser Weg zum freien Himmel oder tiefer unter den ächzenden Bergen? Ich hoffe mal zum freien Himmel. Und ja, wir haben Stufe 16 erreicht mittlerweile. Also wir sind eigentlich gut dabei, aber ich glaube nicht, dass wir noch 17 erreichen werden. Ein Punkt in Gewandtheit. Wow, plus 13 jetzt sogar. Finde ich interessant, dass wir jetzt ein W. Ach nee, Trefferpunkte 1W plus 13. Ja doch, das ist das Schwert. 1W plus 9, aber halt 20 Attacke statt 19, aber ja. Die eine Attacke brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Mehr Schaden ist besser. So, das letzte Portal, das wir durchschreiten. Ja, leb wohl. Möchtest du hinter dem Feuerfern endgültig verlassen, sofern dann schließlich nicht mehr hierher zurückkehren können? Ja, möchte ich. Jetzt werden wir dann noch ein erst Quests abschließen. Glück, dass ihr zurück seid. Hier haben sich die Ereignisse überschlagen. Grausige Drachenkreaturen strömen vom Gipfel des Drakensandbergs herab. König Aromolosch ist bereits mit seinen besten Kriegern ausgezogen, um sie aufzuhalten. Es gibt noch mehr schlechte Nachrichten. Ich hatte das Adamantenherz gefunden, aber Malgora hat es erbeutet. Ich fürchte, ich trage die Schuld daran, dass Malgora nun das Feuerchaos der Drachenmächte heraufbeschworen hat. Angrosch hat uns noch nie im Stich gelassen, Freund. Wir Zwerge werden standhalten. Das ist noch nicht unsere letzte Schlacht. Außerdem, während ihr fort wart, kam ein berühmter Menschmagier nach Molosch, der dringend nach euch fragte. Er scheint sehr verwirrt und aufgeregt, aber er wartet mit Neuigkeiten auf euch hier im Thronsaal. Das hört sich doch ganz nach Meister Rakorium an. Hoffentlich bringt er gute Neuigkeiten. Schlechte haben wir genug. Mhm. So, damit ist... wo ist es denn? Der Wahnsinn von Morolosch. Ach ja, so, das hatten wir auch. Die tiefen Höhlen von Morolosch. Wir sind wieder in Morolosch. Hier werden wir Hilfe finden. Die tiefen Höhlen von Morolosch. Ich habe das Adamantenherz schon fast in der Hand. Malgora, die Drachenkultistin, war jedoch schneller und raubte den Karfunkel, bevor ich ihn in Sicherheit bringen konnte. Nun muss ich hier hinterherjagen und verhindern, dass sie das Adamantenherz für ihre finsteren Pläne nutzt. Ja. Arom, hast du uns noch was zu sagen? Die Äxte geschärft und die Armbrüste gespannt. Ich bin froh, dich lebend wiederzusehen. König Aromolosch ist mit seinen Kriegern ausgerückt, um das drachische Gezücht vom Drakensang aufzuhalten. Gut, ich muss dem Bergkönig nach und die Zauberin Malgora aufhalten. Sie steht hinter allen Machenschaften. Nicht so stürmisch, da ist so ein Großling-Zauberer namens Rakorium, der ich dringend sprechen möchte. Er ist den weiten Weg hierher gekommen, um dir etwas Wichtiges zu geben. Aber sag mal, so ganz traufrisch ist der nicht mehr zwischen den Ohren, oder? Rakorium, ich gehe gleich zu ihm. Ja, Drachensang. Jetzt kenne ich die ganze Geschichte über die Drachen, die Zyklopen und die Gräume. Ich darf nicht zulassen, dass Malgora das Adamantenherz für ihre finsteren Pläne verwendet. Hallo, Rakorium. Ah, seid gegrüßt, Dingsbums. Du auch, Rakorium. Meister Rakorium, was macht ihr denn hier? Habt ihr uns etwa einen Hoffnungsschimmer nach Morolosch gebracht? Dass er ist kaum der arkanologisch korrekte Fachausdruck, Bursche, In der Tat zeigte unsere Quest in den Moorbrücker Sümpfen Erfolg. Valonions Zauberstab hat mir magische Geheimnisse offenbart, die es nun zu nutzen gilt. Ja, hum. Was denn für Geheimnisse? Erzählt, unsere Lage ist schier hoffnungslos. Malgora hat das adamantene Herz gestohlen. Es ist in Wirklichkeit, haltet euch fest, der Karfunkel Umbrakors eines. Das adamantene Herz ist Umbrakors Karfunkel. Ey, da raus, was für eine Koinzidenz. Hat das nicht bereits in den Schriften von... Wo habe ich sie denn? Ich konnte jedenfalls, wie er hofft, die Valinon-Thesis in diesen Kristall invozieren.
Lottl, ihr wisst schon, um damit die Seele eines Drachenkarfunkels zu erwecken. Ein neues Zeitalter der Forschung bricht an, ja, ja. Was, mit diesem Thesis-Ding, das ihr da habt, könnt ihr wirklich Drachenseen erwecken? Könnten wir damit nicht mal Goras Pläne durchkreuzen und Umbrako im adamantenen Herz ihm wiedererwecken? Du sagst schon, die Zeit drängt. Tja, das würde wohl... Das wäre der erste Feldversuch meines Thesis-Kristalls. Hui, hui, Kai Funkel und Kristall zusammenbringen und die Seele des Herrn Umbrako in dem Karfunkel erwecken. Tja, Das würde in der Tat mal Gora und dieser unleidige Herr Adakpo würden mich wundern, welche Macht... würden sich wundern, welche Macht erwacht. Und wir könnten dann Umbrako befragen nach all den vergangenen Zeitaltern. Das sehen wir dann, Meister Rakorium. Wichtiger ist, dass ihr mir diesen Thesis-Kristall erst einmal gebt, um Umbrako zu wecken, bevor Magora das adamantene Herz ihrem Drachengott Adako geopfert hat. Gebt es mir, jetzt dürfen wir keine Zeit verlieren. Tja, aber gebt da gut drauf. Es ist schlimm, immerhin der Schlüssel meiner künftigen Forschung und so. Rakorium, seid bei aller Senilität doch genial. Das hier wird jetzt über Sieg oder Niederlage entscheiden. Ich werde sofort mit Prinz Arum sprechen, damit wir zum Drachensang aufbrechen. Und dann werden wir den alten Drachen Umbrako von Malgoras Augen wieder ins Leben zurückrufen. Ja. Rette den Karfunkel. Aber bevor wir mit Prinz Arum sprechen. Ich grüße euch im Namen des Vaters von Feuer und Stahl. Wie kann ich euch helfen? Sagt er, werter Zeugorax. Was würden uns auf dem Gipfel des Drachensang erwarten? Kar Angrosch Garashmosch. Unsere Speere berichten von schrecklichen drachischen Kreaturen aller Form und Art. Rüstet euch für das Schlimmste. Es ist, als wären die Tore der Drachenreiche der Vergangenheit aufgestoßen werden. Wie steht es um König Arombolosch? Würde er mit seinem Mann die Kreaturen aufhalten können? Kabaska Draxin, wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen. Ihr wisst, unsere Kriegerscheiße ist erfahren, mutig und gut gerüstet. Doch nach allem, was man hört, strömen diese geschuppten Mistgeschöpfe schier endlos den Berg herab. Wir können jetzt nur zu Angrosch beten, dass König Arombolosch die Hauptstreitmacht aufhalten konnte. Könnt ihr mir letzte Ratschläge für meinen Vorstoß zum Drachensang-Gipfel erteilen? Ich fürchte, dass mir die Worte fehlen, euch zu beruhigen. Ich kann nur sagen, rüstet euch mit allem aus, was ihr gebrauchen könnt. Oben auf dem Berg seid ihr auf euch gestellt. Wenn ihr also geht, dann nutzt die Gelegenheit, hier eure Ausrüstung zu komplettieren. Dann gehabt euch erstmal wohl, weil das werden wir auch machen. Also erstmal hier noch die Quests machen. Da gehen wir noch einmal zurück in unser Anwesen. Um Zeug zu wegzupacken und um uns mit den guten Heiltränken auszurüsten und den guten Zaubertränken und Mana-Tränken und was wir alles haben. Aber ja, erstmal müssen wir gucken, dass wir die Steine loswerden und dass wir die Herzen loswerden. Und hier gibt es noch irgendwo eine Quest. Ich weiß nur nicht mehr, von wem es die gibt. Aber fragen wir erstmal rum. Garosche. Du hast nichts. Angrosch zum Großen. Du hast auch leider nichts. Angrosch zum Großen. Ich bin Dornax, Sohn des Doromax. Welche Ware kann ich euch heute verkaufen? Durch seltsame Ereignisse kam ich im Besitz dieser Feuerherzen. Und zwar sind sie erloschen, aber vielleicht dennoch für euch von Interesse. Ihr schäfft ja wirklich allerlei seltsames Zeug an. Das muss ich euch ja sagen. Ein bisschen was würde ich euch dafür schon geben. Aber warum zeigt ihr eigentlich solcherlei Absonderlichkeiten mir und nicht dem Spezialisten für alchemistische Zutaten? Ihr habt recht, ich werde sie besser jemand anderem zeigen. Kommt näher! Schaut! Die besten Werkzeuge! Ja, könnt ihr die... Tja, das interessante Dingelchen. Wenn ihr gleich 20 Stück davon geben wollt, dann würde ich euch dafür 20 Dukaten geben. Okay. Gucken wir mal bei den anderen Händlern noch. So, was ist jetzt mit dir? Ich hörte, es ist eurem mutigen Eingreifen zu verdanken, dass Okay, du
du bist es nicht. Tretet nur näher. Ja, Kristalle sind gar nicht mein Fachgebiet. Ich würde euch einen Standardpreis dafür geben. Fragt doch einmal meinen Kollegen, der Zutaten für Alchemie verkauft. Vielleicht braucht er sie und würde euch mehr dafür geben. Na, dann bis später. Eine Klinge ist nur... Seid gegrüßt. Ich weiß aber, hier gibt es noch irgendjemanden mit einer Quest. Also gut, dann... Nachdem wir einmal rumgegangen sind... Androsch zum Gruß. Ich bin Dornal. Okay, dann dir halt. Ihr habt Kristallgesplitter gefunden. Zeigt mal, ganze 20 Stück habt ihr davon. Damit lässt sich hier etwas anfangen. Ich gebe euch dafür 50 Dukaten. Ein gutes Angebot, nehme ich gern an. So, damit haben wir die Kristallsplitter abgeschlossen. Nach Information für Gerling ist auch noch gelb gewesen. Dukaten und Kristallsplitter. So schön die Kristallsplitter auch anzusehen sind, eine sinnvolle Verwendung hatte ich nicht für sie. Und wenn der Gemischtwarenhändler sich so dafür interessiert, haben wir am Ende beide noch was davon. Er hat eine neue Kostbarkeit für sein Leben und ich ein paar Dukaten mehr in meinem Geldbeutel. Kommt näher, schau! Und dann noch die Feuerherzen. Das sind interessante Dingelchen. Ja. Gut, dadurch haben wir auch die los. Eine wahrlich feine Zutat. Der Zutatenhändler war vor dem Feuerherzen derart angetan, dass ich kaum um ihn kam, sie ihm zu überlassen. Wer weiß, welche alchemistischen Spielereien er damit vorhat, aber ich bin sicher, er hat bereits einen Plan. So, ich habe noch 5 Kristalle. Kann ich damit noch was anfangen bei dir? Komm. Lass mich mal sehen. Also wenn ihr glatte 20 Stück gehabt hättet, dann hätte ich euch für einen Sonderpreis abgenommen. Aber ich kaufe sie auch in kleinen Mengen, wenn auch nur zu einem normalen Preis. Wollt ihr sie mir verkaufen? Ja. Also 5 Stück für 3 Dukaten. Ist immer noch besser, als sie wegzuwerfen. Das frage ich mich aber echt, wenn es nicht sie die Questgeberin war, wer war es dann? Na gut, wir kehren jetzt erstmal in Ardors Anwesen zurück. Also ja, wir machen noch ein paar Punkte. Gerade um Zauber zu steigern. Ja. Falkenauge Meisterschuss und Attribut Körperkraft können wir gut gebrauchen. Attributo Gewandtheit. Wäre eigentlich auch nicht schlecht, das höher zu haben. Allerdings ist ein Punkt mehr Gewandtheit auch nicht so zu vernachlässigen. Fulminictus mal maximieren. Der ist maximiert. Den maximieren. Plurubaro können wir mal maximieren und auch mal nutzen. Ein Punkt in Fingerfertigkeit. Lass das mal vor Grimm machen. Bei dir noch ein Punkt in Mut. Ja, bei mir gerade... Ja, Schmiedensteigern bringt nicht wirklich was. Ja gut, lassen wir das Ganze mal so. Also wie gesagt, gehen wir noch einmal zu uns nach Hause, sacken alles ein, was wir so an Tränken haben, die wir gebrauchen können.
Dann kehren wir zurück. Suchen noch diese eine Quest,